Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe gewechselt vom Tesla zum Volvo XC40 Pure Electric. Aber keine Angst, das ist nur für 2 Wochen, also vorübergehend. Denn Volvo hat mir diesen Wagen hier für 2 Wochen zum Testen vor die Tür gestellt. Und wenn ich vor die Tür gestellt sage, dann meine ich das echt wortwörtlich. Denn gestern kam ein Fahrer und hat mir diesen Wagen bis vor meine Haustür gefahren. Und ja, jetzt kann ich ihn für euch 2 Wochen lang also sehr ausführlich auf Herz und Nieren prüfen. Und ich werde euch natürlich die ungeschminkte Wahrheit über das Auto berichten. Ich hatte den Wagen ja schon mal im Februar, da gab es auch ein Video drüber hier, verlinke ich mal hier oben. Das war ein Presseevent in Hamburg, da haben ganz viele YouTuber Videos gedreht. Und was mir aufgefallen ist, dass diese Videos über den XC40 immer doch sehr wenige Zugriffe haben. Auch meins hatte viel weniger Zugriffe als alle anderen Testvideos von Autos, die ich so gemacht habe. Woran liegt das? Ist der Wagen so unattraktiv? Ist er so langweilig? Mal sehen. Ich werde es mir angucken und ich werde Vergleichsfahrten machen. Das wird eine kleine Videoserie. Ich werde gucken, was verbraucht er in der Stadt, was verbraucht er bei Highspeed. Und erstmal werde ich heute euch den Wagen vorstellen. Was ist das für ein Auto? Welche Ausstattung hat er? Was kostet er? Und wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt dran. Ja, Volvo will ja seine gesamte Flotte, seine gesamten Modelle in absehbarer Zeit komplett elektrifizieren. Und momentan gehen sie da noch den einfachen Weg und haben die Verbrennerplattform und dort quasi einen Elektromotor eingebaut und einen Akku drunter geschraubt. Das heißt, man muss sich als Autofahrer so gut wie gar nicht umgewöhnen. Die Wagen sehen mehr oder weniger identisch aus, außer dass vorne halt die Front ein bisschen geschlossener ist. Ansonsten ist der Wagen von außen im Prinzip nicht als Elektroauto zu erkennen und auch von innen ist es nicht zu erkennen. Wir haben hier sogar einen Mitteltunnel hinten, der relativ viel Raum einnimmt, was ein bisschen schade ist. Dadurch ist ein bisschen Beinfreiheit gerade hinten ein bisschen verloren gegangen. Ansonsten kann ich schon verstehen, dass viele Leute sagen, ja, warum soll ich mir hier so ein teures Elektroauto kaufen? Und der Volvo ist ganz schön teuer, finde ich, für die Platzverhältnisse und für das, was er so bietet. Und warum kaufe ich mir dann nicht für weniger Geld ein Auto, was größer ist und eventuell mir sogar mehr Elektroauto bietet? Trotzdem hat Volvo sich hier so ein paar Sachen ausgedacht, die bei dem Auto eigentlich ziemlich pfiffig sind. Aber erst gucken wir uns mal an, was ist das überhaupt für ein Auto? Das ist nämlich der XC40 Recharge und den gibt es in mehreren Versionen, nämlich 2. Es gibt die Plus- und die Pro-Version und das hier ist die Pro-Version, die kostet ein bisschen Aufpreis. Pro-Version und Plus-Version unterscheiden sich dadurch, dass wir hier so ein Panoramaschiebedach haben mit so einem stylischen Slide-Regler hier. Also es ist im Prinzip nur eine Touchfläche. Wenn ich drüber streiche, geht das Dach auf und zu. Relativ cool. Dann hat es noch eine 360-Grad-Kamera. Die geht an, wenn man den Wagen einschaltet. Einschalten übrigens nur Bremse treten und Stufe D oder R wählen. So, dann haben wir eine 360-Grad-Kamera. Sieht richtig cool aus. Gefällt mir hundertprozentig gut. Ja, und hier in dieser Ausstattungsvariante gibt es natürlich auch Harman-Kardon-Boxen. Das heißt, die Audioanlage ist ziemlich gut. Ich habe den Sound hier schon mal überprüft. Also schon satter Sound, muss ich sagen. Das macht schon Spaß, hier Musik zu hören, vor allem, wenn der Wagen so leise ist und was der Volvo wirklich ist. Ja, und Apple CarPlay, leider sucht man hier momentan noch vergebens. Im App Store, also Google Play Store, gibt es das nicht. Man kann sich vielleicht, habe ich zumindest im Internet gelesen, Apple CarPlay, das heißt übrigens nur noch CarPlay, diese App ohne Apple, zumindest hier bei Volvo scheinbar, vom Händler aufspielen lassen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das betrifft nur die Varianten, die nicht Google Automotive aufgespielt haben. Ja, und das war es dann schon. Dann kann man auch die Farbe wählen. Hier in diesem Fall ist das so Denim Blue Metallic. Kostet auch ein bisschen Aufpreis. Dann haben wir Räder, klar, 19 Zoll, 5 Speichenräder, die sind Standard. Es gibt noch getönte Scheiben hinten, das hat der Wagen hier auch. Und die Sitzpolsterung, komischerweise im Konfigurator von Volvo, kann man nur Textil wählen. Oder so eine Mischung aus Mikrofaser und Kunstleder. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Alcantara. Das ist das alles irgendwie nicht, das sieht aus wie Leder. Ich weiß nicht, ob es echt ist, es könnte auch Kunstleder sein.
Kann man hier im Konfigurator gar nicht wählen. Vielleicht ist es eine Sonderausstattung, die nur für diese Testwagen verwendet wird. Kann ich nicht sagen. Ja, ansonsten war es das im Prinzip schon. Das war die gesamte Konfiguration von so einem Volvo XC40. Also 3-4 Klicks und man ist durch. Vorbildlich habe ich auch schon viel schlimmer gesehen tatsächlich. Und es geht auf dem iPad. Also das ist ja auch schon mal was. Ich da an VW denke, naja. Ja, und preislich. Also ganz ehrlich, preislich liegen wir hier schon beim Kauf bei über 63.000 Euro für das Auto. Da geht jetzt noch 5.000 Euro Förderung ab. Die 3.000 vom Hersteller sind da, glaube ich, schon runter. Oder man mietet, schrägstrich liest dieses, nee, eigentlich ist es ja mehr oder weniger eine Miete oder ein Abo nennen sie das. Sie nennen sie das Abo für 739 Euro im Monat für 3 Jahre. Und dann ist da alles drin, also Versicherung, jeder Service, alles, was irgendwie anfällt, außer den Strom fürs Fahren, den muss man selber bezahlen. Ja, und auch sonst ist der Wagen hier relativ komplett ausgestattet natürlich für das Geld. Also neben dem Panoramaschiebedach, hatte ich schon erwähnt, haben sie hier einen adaptiven Tempomat, einen Spurhalteassistent, den Totwinkelwarner. Sie haben hier Heckaufprall, Abminderer, wie auch immer das gehen soll. Überall Airbags. Volvo-typisch natürlich auf Sicherheit wird hier sehr großen Wert gelegt. Und sie haben sich gesagt, warum soll ich mir bei der Software irgendwie so behelfen, dass ich irgendwas schlecht selber mache? Nein, ich kaufe das lieber ein. Und da haben sie Google Automotive genommen hier als Betriebssystem. Das hat ja auch schon der Polestar. Überhaupt, die Bedienung ist im Prinzip genauso wie beim Polestar. Man kennt das dann also schon. Vom Tachodisplay haben wir hier halt zwei Bereiche, nämlich einmal die Geschwindigkeitsanzeige. Und dann im rechten Bereich haben wir eine Gangwahlanzeige, darüber so ein paar Icons für Spurhalteassistent, für Außentemperatur und irgendwelche Kontrollleuchten. Wir haben eine Prozentanzeige für den Akku, keinerlei Reichweitenanzeige hier. Und wir haben die Verbrauchsanzeige. In der Mitte kann man sich dann noch, wenn man möchte, das Navi hin konfigurieren und mit dieser Mitteltaste hier kann man sich so einen Tageskilometerzähler hinzu konfigurieren, der ab und zu von selber wieder verschwindet. Wieso, weiß ich nicht. Man kann natürlich auch manuell ausblenden. Diesen Tageskilometerzähler, der ist in zwei Bereiche gegliedert, nämlich einmal der manuelle Tageskilometerzähler, den kann man resetten. Oder der automatische Tageskilometerzähler, den kann man nicht resetten. Der resettet sich selbstständig offensichtlich irgendwie alle 24 Stunden oder um Mitternacht, ich weiß es nicht. Warum man hier keine anderen Trips anlegen kann, weiß ich nicht. Überhaupt ist die Software noch sehr einfach gehalten. Wir haben ja wie gesagt Google Automotive. Und außer so 10 verschiedene Apps hier hat man momentan noch nichts. Man kann sich über den Play Store irgendwas hinzuladen, downloaden, aber das beschränkt sich im großen Teil alles so auf Streaming-Apps, Radio-Apps, Mediatheken oder so, Podcast-Player und so. Also das ist nicht der gesamte Play Store von wegen. Also Better Route Planner zum Beispiel, die App kann man hier nicht installieren, die findet man hier nicht. So, ansonsten die Einstellungsmöglichkeiten hier sind auch relativ übersichtlich. Also das ist hier mein Einstellungsmenü. Da gibt es Fahren, Aufladen, Sound, Konnektivität, Bedienelemente, Apps, Profile, Google und System. Und dahinter findet sich dann jeweils ein Screen mit so ein paar Kippschaltern, wo man was an- und ausschalten kann. Im Großen und Ganzen war es das. Die Rekuperation, das One-Pedal-Driving, was dieser XC40 brachial tatsächlich macht, wenn man es aktiviert. Man kann es eben auch ausschalten, dann segelt er nur. Das ist wirklich heftig und man kann es wirklich nur ein- oder ausschalten, keine Stufen. Ich finde es tatsächlich so heftig, dass ich es manchmal fast schon lieber ausgeschaltet hätte, aber mit Segeln kann ich mich auch nicht anfreunden, von daher lasse ich es irgendwie drin. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Also falls ihr diesen XC40 mal fahrt und das One-Pedal-Driving aktiviert habt, mein lieber Scholli, passt bloß auf, der geht voll in die Eisen und bremst bis zum Stillstand. Gerade bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es fast so, als würde man fast voll auf die Bremse latschen. Ja, und auch hinten ist eigentlich genug Platz für Erwachsene. Also ich habe jetzt hier super viel Beinfreiheit. Der Sitz ist jetzt hier vom Beifahrer noch weiter zurückgeschoben als meiner, wo ich beim Fahrer sitze. Also hier ist jede Menge Platz. Das Einzige, was ein bisschen stört, finde ich, und was ich schade finde, ist halt der Mitteltunnel. Weil das engt halt dann schon den Fußraum so ein bisschen ein. Und in der Mitte kann man zwar sitzen, ist ein vollwertiger Platz, hat auch Sicherheitsgurte. Aber ganz ehrlich, sitzen als Erwachsener möchte man da nicht, weil der Mitteltunnel ist voll im Weg. Ne? Hier hinten sind noch USB-Anschlüsse, zwei USB-C und wir haben hier Lüftungsdüsen und wir haben eine schöne Mittelarmlehne mit so zwei Cupholdern. Da kann man sich das Reisen eigentlich ganz gemütlich machen und sich schön zurücklehnen. Das Sitzen ist auch sehr bequem, Kopfstütze ist sehr bequem.
Die Rücklehne ist sehr hoch, das macht auch Spaß so, so kann man seinen Kopf gut anlehnen. Ach ja, könnte glatt hier ein kleines Schläfchen machen. Ja, ein ordentliches Elektroauto braucht natürlich auch eine gute Routenplanung mit Ladeplanung, Ladestopps und Ladestationen und so weiter. Und das hat hier der Volvo XC40 relativ gut. Er hat, wie gesagt, Google Automotive und die benutzen natürlich Google Maps. Und ich kann euch das mal hier zeigen. Benutze ich hauptsächlich per Sprachassistent und der Google Assistant ist wirklich sehr gut. Hey Google, navigiere nach München. Nach München navigieren. So, wir haben hier eine Route, da sagt er mir natürlich, dass wir Ladestopps hinzufügen müssen. Das macht er nicht von alleine, das muss ich manuell bestätigen, das mache ich mal. Und schon ist er fertig, das geht wirklich ruckzuck, auch überhaupt die ganze Kartendarstellung, die ist sowas von flüssig, das ist richtig klasse. Und ich habe jetzt noch 64% im Akku, also bin ich nicht ganz voll. Und er schlägt mir jetzt 1, 2, 3, wo ist denn der vierte? 1, 2, 3, 5. Ja, faszinierend. Wo ist denn der vierte? Den vierten hat er hier auf der Karte irgendwie unterschlagen. Verstehe ich auch nicht. Na gut, also er schlägt mir hier tatsächlich 5 Ladestopps vor. Wo der vierte geblieben ist, weiß ich nicht. Ja, und er sagt mir hier auch, wie viel Prozent ich habe, wenn ich bei der Ladestation ankomme. Hier zum Beispiel mein erster Ladestopp. Was auch sehr schön ist, dass ich oben anfange und mich nach unten durcharbeite. Beim VW bzw. Enyaq war es nämlich genau umgekehrt. Da bin ich, oben war mein Ziel und unten war Start und ich musste immer nach unten scrollen, um zu sehen, wo ich dann als erstes laden muss. Hier ist es, wie gesagt, eigentlich richtig rum. Als erstes muss ich laden irgendwo bei Aral. Was ist das für ein Charger? Shell Recharge und 4 weitere Stationen, CCS 300 kW. Also so wünscht man sich das. Da komme ich mit 33% an und soll 15 Minuten laden. Ja, das sind genau die richtigen Infos, die will ich haben. Zweiter Charger, auch ein Aral Plus, da soll ich 30 Minuten laden, komme ich mit 22% an. Dritter, irgendwie Total Charging, soll ich 15 Minuten laden. Vierter, irgendeine Ladestation, steht jetzt nicht genau wo, also auch CCS 175 kW. Und dann nochmal bei NBW, da soll ich 25 Minuten laden, sodass ich insgesamt hier stets 9 Stunden 51 Minuten für die Strecke brauche, 770 Kilometer rund, Ladedauer ist damit reingerechnet. Wenn ich jetzt starte, dann geht die Route los und er sagt mir 54 Minuten, noch 85 Kilometer bis zum ersten Ladestopp. Das ist schon relativ perfekt, muss ich sagen. Ja, das war Teil 1 meiner kleinen Videoserie vom Volvo XC40 Recharge. Ich habe den Wagen, wie gesagt, jetzt so noch rund 2 Wochen. Da kommen also noch ein paar Videos und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.